für uns unsichtbar. In der Welt der Ameisen. Hier herrscht ein ständiger Kampf um Nahrung und Platz. Am Boden oder in alten Holzstämmen. Fremde werden hier gnadenlos bekämpft. So wie dieser Winzling. Gerade mal 2 Millimeter misst die argentinische Ameise. Dagegen wirkt die heimische Holzameise wie ein Riese. Allein hat der Zwerg keine Chance. Aber die argentinische... Wenn diese Familie angreift, passiert etwas Ungewöhnliches. Der Kampf nimmt eine überraschende Wendung. Denn diesmal sind es viele. Und sie kämpfen mit unglaublicher Stärke. Die Machtverhältnisse zwischen Riese und Zwerg haben sich gedreht. Etwa 160 einheimische Ameisenarten leben hier an der Mittelmeerküste. Fast unbemerkt spielt jede von ihnen eine wichtige Rolle im komplexen System der Natur. Die Ernteameisen tragen die ersten Samen und Blüten in den Bau. Sie füllen die Nahrungsvorräte der Kolonie. Bei jeder Ameisenart arbeiten die Mitglieder ausschließlich zum Wohl der eigenen Kolonie. Die Arbeiterinnen übernehmen sämtliche Aufgaben. Ob Futtersuche, Abwehr von Feinden oder die Pflege der Brut. Männchen spielen in der Ameisenwelt nur für kurze Zeit eine Rolle, wenn es darum geht, die nächste Generation zu zeugen. Dann warten sie auf die einzige Herrscherin im Ameisenstaat, die Königin. Nach dem kalten Winter wird hart gearbeitet. Eine neue Generation muss bald Platz haben. Doch die scheinbare Ruhe trügt. Europaweit sind Wissenschaftler dabei, die Ameisen genau zu beobachten. Sie sind beunruhigt, weil die heimischen Arten von den eingewanderten argentinischen Ameisen bedroht werden. Die Biologen Olivier Bleit und Eric Provost besuchen ein kleines Wäldchen nahe der Stadt Cerest in Südfrankreich. Hier können sie die Auswirkungen der Ameiseninvasion direkt beobachten. J'ai grandi avec les fourmis d'Argentine. Ich bin mit den argentinischen Ameisen aufgewachsen. Wenn es so weit gekommen ist wie hier, ist es zu spät, um die argentinische Ameise zu bezwingen. Man müsste sie schon aufspüren, wenn sie das erste Mal an einem Ort auftaucht. Dann könnte man einen Vernichtungsplan durchführen. Aber sobald sie sich festgesetzt hat, ist es utopisch zu glauben, dass man sie wieder los wird. Eric Provost forscht sein Leben lang an heimischen Ameisenarten. Er muss zusehen, wie die immer weniger werden. Und die winzigen argentinischen Ameisen immer mehr. In einigen Gegenden haben sie die heimischen schon komplett verdrängt.
Ich habe mein Leben damit verbracht, Ameisen zu beobachten. Diese Invasion macht mich sehr traurig. Ich schaffe es nicht, die argentinischen Ameisen zu mögen. Die haben hier nichts zu suchen. Im klimatisch milden Mittelmeerraum finden sie allerdings einen idealen Lebensraum. Die Heimat dieser Familie liegt eigentlich in Südamerika, in Argentinien. Anfang des letzten Jahrhunderts reisten viele von ihnen über den Atlantik. Kaum zu entdecken, als blinde Passagiere an Bord von Handelsschiffen. Versteckt zwischen den feuchten Blättern der Palmen und den Kaffeesäcken, die zu Tausenden von Südamerika nach Europa transportiert wurden. Auf Madeira bildeten sie die erste Großfamilie, Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann landeten sie auf dem Festland an. Wo genau die Invasion begonnen hat, weiß heute niemand. Klar ist nur, es war der Mensch, der den Tieren über die großen europäischen Häfen den Weg ins Paradies öffnete. Im Winternest der argentinischen Ameisen im Wäldchen herrscht Aufbruchsstimmung. In mehrere Richtungen schwärmen kleine Gruppen aus. Auch in diesem Jahr wollen sie ihre Macht erweitern. Dazu müssen sie neue Nester gründen, neue Futterquellen erobern und Konkurrenten verdrängen. In einer Welt der Gerüche kommunizieren sie mit chemischen Signalen und folgen unsichtbaren Spuren. Es sind nur wenige Meter zu ihrem neuen Zuhause. Und doch, in ihrer Welt sind es mehrere Kilometer. Sie brauchen nicht viel. Ein paar Dutzend Arbeiterinnen reichen aus. Ihr neues Zuhause kann unter einem Stein sein, in einem Garten oder einer verlassenen Höhle. Im Gegensatz zu den heimischen Ameisen sind sie nicht wählerisch. Diese Königin wird hier allerdings nicht die einzige Herrscherin sein. Undenkbar im Nest einer heimischen Art, im Bau der argentinischen Ameisen teilen sich mehrere Königinnen die Gemächer. Bis 20 Königinnen pro Nest sind hier normal. Bald werden sie beginnen, Eier zu legen. Die Biologen müssen die Strategien der Invasoren verstehen, um ein Mittel zu finden, ihre Ausbreitung zu stoppen. Sie suchen nach Nestern, die sie im Labor untersuchen können. Schau, hier unter dem Stein könnte eins sein. Die Ausbreitung auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld zu verstehen, ist enorm schwierig. Wer gehört zu wem? Welches Nest ist neu? Und in welchem Stadium? Hier ist Brut und eine Königin. Hier noch eine. Olivier Bleit ist ein Eindringling und wird sofort angegriffen. Die Vielzahl von Königinnen in einem Nest ist eine Strategie, um erfolgreich zu sein. Der Vorteil ist, dass mehrere Königinnen auch mehr Nachkommen erzeugen können. Das ist für die Macht der Kolonie sehr wichtig. Das ist die Königin. Dass sie hier frei rumläuft, würde für eine heimische Art das ausbedeuten. Verlässt die Königin den Bau, stirbt die Kolonie. Im Nest der argentinischen Ameisen ist sie nur eine von vielen und damit ersetzbar. Olivier Bleit nimmt Proben mit ins Labor. Er will testen, wie aggressiv die Nester der argentinischen Ameisen untereinander sind. Thank you.
frischer Morgen Anfang Juli. Im Wäldchen arbeitet die argentinische Familie an ihrem Bau. Sie brauchen mehr Platz und suchen ununterbrochen nach Nahrung. Argentinische Ameisen sind Allesfresser. Pflanzen und Insekten stehen auf ihrem Speiseplan, ob tot oder noch lebendig. Alles wird zerlegt. Schnell aber reichen die Vorräte in der Umgebung nicht mehr aus. Ein Überfall soll ihr Einflussgebiet erweitern. Nur wenige Meter entfernt liegt der Bau der heimischen Ernteameisen. Tief unten haben die Männchen ihre Pflicht an der Königin bereits getan. Die Arbeiterinnen an der Oberfläche sind die ersten, die die Eindringlinge bemerken. Ihr chemisches Alarmsignal dringt bis tief in den Bau. Überrascht drängen die ersten Soldaten nach oben, um den Angriff abzuwehren. Doch einzelne Angreifer stoßen bereits ins Innere des Baus vor. Der Kampf beginnt. Die einen spähen, die anderen greifen an. Die winzigen Arbeiterinnen attackieren Beine und Fühler. Noch können die Ernteameisen das Nest schützen. Doch schon nach wenigen Stunden erobern die Angreifer auch die untersten Kammern des Baus. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Die Königin wagt sich aus ihrem Gemach. Sie hat keine Kampferfahrung und wird sofort angegriffen. Argentinische Arbeiterinnen verbeißen sich in ihren Gliedmaßen. Die winzigen Kiefer sind stark. Mit unglaublicher Kraft halten sie die überraschte Königin fest. Obwohl die ungefähr 10-mal größer ist, hat sie keine Chance. Selbst die Flucht ist aussichtslos. In einem stundenlangen, kräftezehrenden Kampf nehmen die Kleinen der Kolonie das Größte. Und löschen sie damit aus.